ich bin eben nicht Überwacher. Weil mich das ein Scheiß angeht, der bei mir im Kanal rumhängt. Und wenn Leute einfach nur lurken wollen, dann sollen sie es machen. Dann braucht man die nicht über irgendwelche Sachen auszuspähen, sage ich mal, oder reinzugucken. Dann sollen sie halt da sein. Wenn sie bloß zugucken wollen, ist ihr gutes Recht. Und dann ist mir das scheißegal. Wer sich bemerkbar machen will, kann in den Chat reinschreiben. Und wer darauf eben mal keinen Bock hat, der lässt's. So, jetzt weiter im Spiel. Vielleicht kann ich am Ende nichts tun. Wenn ich im Grunde gar keine reale Person bin, dann mein echtes Ich, der echte Atma, ist tot. Was mache ich überhaupt hier? Raya. Oha. Hat das von einer Katze? Mit dem Schnabel. Was? Boske. Du hast mich gerettet. Wahrscheinlich ist das das flauschigste Tier, was wir streicheln können. Wo wir dann auf der To-Do-Liste abgehakt kriegen. Ja. Trotz deiner überdurchschnittlichen Unfähigkeit hast du es bis hierhin geschafft. Und dafür gebührt dir Ehre. Boske, bist du wirklich derselbe Boske, den ich schon einmal getroffen habe? Wer bist du? Oder besser gesagt, was bist du? Ich habe so viele Fragen. Ich bin einfach nur ein Freund der Prinzessin. Ihre Majestät wartet. Ihre Majestät. Geh jetzt. Du, komm. Bitte setz dich zu mir. Ich brauche einen Freund. Du? Nirmala? Ich? Jetzt bilden wir mal ganze Sätze. Was stehst du hier noch rum? Ihre Majestät verlangt deine Gesellschaft. Nein, ich bin immer noch. Du weißt immer noch nicht, was du mit uns anfangen sollst. Das ist verständlich. Weißt du denn, was du mit dir selbst anfangen sollst? Was du wirklich bist? Ein Wesen, das nicht an die Gesetze der Realität gebunden ist, das in diesem Reich nicht sterben kann. Du, der Einzige, der immer im Unklaren gelassen wird. Wenn du antworten willst, dann musst du näher rankommen. Oh oh, ich gehe lieber erstmal weiter weg. Erstmal gucken, ob hier hinten was ist. Ich gehe erstmal hier hingucken. Wollen wir antworten? Es tut mir leid, dass ich nie so lange geblieben bin, um deinen Anruf zu beantworten. Ich vermisse das. Es ist lange her, seit wir das letzte Mal so zusammengesessen sind. Es tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Bist du... Geht es dir gut? Wer hat dir das angetan? Bitte, kümmere dich nicht um mich. Deine Fragen werden bald beantwortet werden. Oh ja, bitte, ja.
Frag, was auch immer du fragen willst. Wir werden unser Bestes tun, um deine Neugier zu befriedigen. Wir fangen mal vorne an. Bist du real? Ich dachte, du warst nur ein Kind aus einem Traum, den ich hatte. Und auch alle anderen, wo wir gerade davon reden. Du bist also real, nicht bloß ein Produkt meiner Fantasie. Kann ich nicht beides sein, Atma? Ich verstehe nicht. Bist du eine Freundin von mir? Bezweifelst du das immer noch? Ich weiß es wirklich nicht, Normaler. All das ist mir so fremd. Wir befinden uns hier allein. Gott. Allein. Nee, alle in einem Märchen ohne Ende. Das war ja ein komplett geiler Verschreiber. Wir werden nicht wissen, was real ist, bis diese Geschichte zu Ende ist. Wie genau stehst du zu Raya, Nirmala? Sie ist meine nördliche und ich bin ihre südliche. Ah, es war mir schon fast klar. Was meinst du? Hehe. Es war einmal. Oh nein. Ist das schon wieder ein Märchen? Früher mochtest du das. Tue ich immer noch, aber... Egal, sprich weiter. Im tiefsten, dunkelsten Winkel der Galaxie lebte eine Sternprinzessin, die auf einem Planeten beheimatet war, den sie selbst erschaffen hatte. Diese Sternprinzessin besaß magische Himmelskräfte. Sie konnte jeden Wunsch erfüllen. Im Handumdrehen konnte sie das köstlichste Essen und wunderbare Freuden erschaffen. Doch eine Sache gelang ihr nicht. Freundschaften. Die Sternprinzessin war schrecklich einsam. Also beschloss sie, sich auf eine Reise zu begeben, um neue Freunde zu finden. Doch sie wollte ihren geliebten Planeten nicht zurücklassen. Und daher teilte sich die Sternprinzessin selbst in zwei Wesen auf, die Sternzwillinge. Die Nordsternprinzessin leuchtete strahlend blau, während ihre Zwillingsschwester, die Südsternprinzessin, einen satten, warmen Gelbton ausstrahlte. Die Südsternprinzessin verließ den Planeten, um Freunde in einem anderen Sonnensystem zu finden. Was ist mit der Nordsternprinzessin passiert? Raya, ich meine die Nordsternprinzessin. Was ist mit ihr passiert? Die Nördliche fühlte in tiefster Stille denselben Schmerz und dieselbe Einsamkeit der Südlichen, da ihre Herzen miteinander verbunden sind. Aber es schien, als ob sie begann, einen Hass auf die Südsternprinzessin zu entwickeln, da sie den Schmerz und die Einsamkeit in ihrem Herzen zunehmend hasste. Vielleicht, weil sie sich danach sehnte, heller zu strahlen als die Südliche. Ihre andere Hälfte, die sie allein in der gnadenlosen Leere des Weltalls zurückgelassen hatte. Ich weiß es nicht. Ich werde niemals die Bedeutung einer Geschichte verstehen, die unvollendet ist. Und ich bin nicht diejenige, die sie vollenden wird. Wer also dann? Natürlich gebührt das Ende Raya, der Nordsternprinzessin selbst. Ich habe deine tiefgreifenden Erklärungen vermisst. Was ist mit der Südsternprinzessin passiert? Sie fand Freunde auf der Erde, aber sie sind am Ende weggegangen. Der lange Rede, kurzer Sinn, sie verbrauchte ihre Sternmagie und starb. Warte, das war's? Das ist das Ende? Natürlich nicht. Die Geschichte ist noch nicht vorbei, oder? Was hast du getan? Ich habe dich tief im Verstand aller anderen getroffen. Was hast du ihnen angetan? Ach, du meinst, weil ich Erik, Lulu und Marin verwandelt habe,
in. Man muss eben manchmal Eier aufschlagen, wenn man ein Omelett will. Ich wusste, dass Raya unter meinen Taten leidet, aber ich wollte einfach nur ihre Aufmerksamkeit erregen. Sie sollte mich weiter wieder so lieben, wie sie es früher getan hatte. War das nicht grausam? Diese Leute sind in dieser Welt nicht real. Sie sind nur Bruchstücke der Erinnerungen der Nördlichen. Sie haben keinerlei echte Bedeutung und abgesehen davon, hattest du eine andere Wahl? Die Nördliche lief vor der Wahrheit davon. Sie belog sich selbst. Völlig entkoppelt von der Realität losgelöst. Sie und der Rest dieser Welt sind an ihre Illusion gebunden. Genau wie ihre Majestät hier und jetzt. Aber wenn die Eriks und Lulus und Marins, die ich getroffen habe, nicht real sind, was bedeutet das dann für mich selbst? Das entscheidest nur du, Atma. Du bist eine Anomalie in Rayas vorübergehender Welt. Vielleicht bist du hier nicht der Atma, als den sie dich vorgesehen hatte, aber du bist ganz bestimmt etwas, etwas Besonderes. Vielleicht bist du ja derjenige, der Raya helfen kann, sich selbst zu konfrontieren. Was sollen wir jetzt tun? Sollte ich dich das nicht fragen? Ich? Wieso? Ach, sieh mal, das neue Märchenmanuskript ist jetzt endlich fertig. Die Nördliche hatte aus endloser, schmerzlicher Trauer ihre letzte Macht dazu verwendet, eine undurchdringliche Barrikade zu erschaffen. In der Hoffnung, dass niemand sie je so verletzen könnte, wie es der Südlichen widerfahren war. Ist das Raya? Was geschieht mit ihr? Die Geschichte könnte so enden. Die Katze versuchte mit aller Macht durchzubrechen, doch es hatte keinen Zweck. Die Nördliche hatte ihre gesamte Macht verbraucht, und nicht ein einziger Tropfen davon war noch übrig. Sie blieb hinter ihrer galaktischen Barrikade eingeschlossen, schlafend bis in alle Ewigkeit. Was? Bis in alle Ewigkeit? Du meinst... Nein, das kann nicht sein. Was ist das für eine Geschichte? Es darf nicht so enden. Deshalb brauche ich ja deine Hilfe. Für die Bearbeitung bist du zuständig, Herr Co-Autor. Genau wie früher. Was willst du tun, jetzt wo das Fortbestehen der Welt auf dem Spiel steht? Ich will Raya retten. Ich kann mich nicht auf ewig hier in der Vergangenheit verstecken. Ich will Raya finden und sie retten. Ja. So gefällt mir das. Wie von einem Helden zu erwarten. Aber ich bin hier verloren. Ich brauche deine Hilfe, Namala. Ich... Oh oh. Was ist das? Was zur Hölle war das? Oh. Ich fühle mich seltsam. Etwas stimmt ganz und gar nicht. Namala! Atma, ich bin... Es tut mir leid. Es scheint, ich kann dir wohl nicht helfen. All diese Zeit habe ich meine Macht zwecklos eingesetzt. Ich bin jetzt machtlos. Aber du, Atma, du bist immer noch frei. Du musst Raya finden, bevor alles andere zerfällt. Bring sie her, um nach Hause zu gelangen. Namala! Namala! Verdammt, sie reagiert nicht. Was soll ich tun? Wir sollten draußen nachsehen. Komm, wir dürfen keine Zeit vergeuden.
Folge der Katze, ja genau. Ich muss einen Riss finden. Du kannst es auch fühlen, nicht wahr? Der dimensionale Zusammenhalt zerbricht. Du weißt, was zu tun ist. Benutze deinen Zauberstab. Ja, bin sicher. Dort komme ich aber nicht hin, oder? Doch. Hä? Könntest du jetzt mal bitte? Okay. Der Riss hat sich noch nicht ganz geöffnet. Boah. Der Zauberstab, er ist zerbrochen. Oske. Steh da nicht einfach so herum, Junge. Hilf mir. Bin dabei. Nein. War zu voreilig. Versuch es weiter, Atma. Hilf mir. Ja. Oh Gott. Schwein gehabt. Es geht immer so schnell darüber. Das Schicksal der nördlichen und der südlichen ist eng aneinander gebunden. Wenn du sie retten willst, musst du dich beeilen. Beschreite den Riss und finde die nördliche. Was ist mit dir? Ich muss mich um eigene Angelegenheiten kümmern. Du siehst gequält aus. Was ist denn? Ich verstehe es immer noch nicht ganz, was ich in dieser Welt bin, wie diese Realität funktioniert. Und Raya und Nirmala, ich habe das Gefühl, sie nicht zu kennen und ich kenne mich auch selbst nicht. Du musst verstehen, wie mächtig du bist. Das sagst du so, aber ich bin bloß ein normaler Kerl. Der Zauberstab ist jetzt kaputt. Ich habe nicht einmal mehr die Kontrolle über das rote Zauberbuch. Oh, Atma, was ist denn? Von allen bist du die einzige Person, die nicht an diese Welt der Illusionen gebunden ist. Und die nicht von ihren Wundern abhängig ist. Ich habe keinen Zweifel, dass du dein wahres Potenzial bald erkennen wirst. Aber du musst weitergehen. Du musst es überstehen. Das ist ein ziemlich solider Ratschlag von einer Katze. Ich bin nicht einfach nur eine Katze. Abgesehen davon habe ich einfach nur etwas wiederholt, das man mir früher mal gesagt hat. Geh jetzt, vergeude keine Zeit mehr. Kümmere dich für mich um Nirmala. Ich verspreche, dass die Südliche bei mir sicher ist. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich kommen, um dir zu helfen. Oh, hi, Monaco Fancy. Oh, wo will denn Fips hin? Warum kann ich dich eigentlich nicht streicheln? Ja, ich gehe jetzt. Wenn der Moment gekommen ist, werde ich kommen, um dir zu helfen. Okay. Hast du gehört? Sie ist während dem Nationalexamen eingeschlafen. Hat wieder etwas über ihren imaginären Freund gemurmelt. Hahaha, was für eine Verrückte. Als ich sie darauf angesprochen habe, hat sie auch immer weiter geredet. Sie dachte, ich wäre wirklich an ihrer blödsinnigen Fantasie interessiert. So verrückt. Ha, gestern hat sie... Im Ernst? Sie hat echt? Ja, also was passiert ist, ist... Atma, diese Stimme. Wieso hier? Raya muss irgendwo in diesem Reich sein. Ich muss sie finden. Egal was passiert, am Ende bin ich immer hier an diesem Schreibtisch. Naja, fast immer.
Okay, ich glaube, ich muss in die Richtung. Ich will mich noch mal ganz kurz gucken gehen, ob am anderen Ende noch was ist. Okay, hier ist bloß eine Wand. Sorry, Chat. Kleiner Umweg. Was ist mit diesem Ort geschehen? Admiral? Du dreckiger Verräter, du bist also wohl doch nur eines von diesen verdammten Kindern. Oh Gott, Admiral ist aber ganz schön aufgebracht. Was kann Raya getan haben, dass du dich so von ihr abwendest? Was? Das habe ich nicht. Ich will ihr helfen, sie nach Hause bringen. Raya muss nicht gerettet werden. Sie will hier an diesem Ort bleiben. Hast du ihr denn eigentlich nie zugehört? Sie will nicht nach Hause. Warum auch? Sie will glücklich sein. Welches Recht hast du, ihr etwas anderes aufzuzwingen? Es geht ihr nicht gut. Ha, du bist genau wie alle anderen. Du verurteilst sie, weil sie anders ist. Behandelst sie wie ein hilfloses Kind. Sie wird niemals bekommen, was sie will. Hier ist sie sicher und von allem umgeben, was sie so braucht. Wenn du sie wirklich liebst, wenn du sie wirklich glücklich machen willst, dann solltest du tun, was sie will. Du hast eine Rolle zugewiesen bekommen, halte durch und spiele sie. Aber mache ich das alles nicht erst dadurch möglich? Ich liebe sie zu sehr, als dass ich dabei zusehen möchte, wie sie sich selbst Leid zufügt. Bei dir ist wirklich alles verloren. Oh, Fips geht auf eine sonntägliche Kaffee- und Kuchentour. Oh, geil. Das klingt gut. Oha. Ach du Scheiße. Du lässt mir keine Wahl. Was sagst du da, Admiral? Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Du bist meine Katze. Du bist mein Freund. Oh, glaube mir, es wird kein langer Kampf werden. Ach du Scheiße, okay. Okay, plus 4 Symbole, das ist gut. Der kann ganz schön einstecken. Soll ich dir was sagen? Was? Das kitzelt nicht mal. Ups. Ich glaube, jetzt habe ich eine Schelle gekriegt. Uff. Was zum... Puffpuff. Puffpuff. Der Riss ist zu klein für ein majestätisches Katzenwesen wie mich. Uff. Ah, wie wundervoll. Die zweitliebste Katze ist hier. Ich bin Rayas Verbündeter, genau wie du. Raya würde niemals einen Favoriten wählen. Ziemlich dreist, dich als Rayas Verbündeter zu bezeichnen. Mit deinem Hintergrund. Boske, es ist gut, dich zu sehen. Yamala, ist sie... Ihre Majestät ist stabil. Die Zeit ist gekommen und ich bin hier. Geh voran. Ich werde mich um das hier kümmern. Ja? Ha, der nette Kater hat eine ganz schön große Klappe. Du solltest dir jemanden mit deiner Kragenweite aussuchen. Sehr gut. Haben wir jetzt genug Trash-Talk oder was? Du bist vielleicht unterhaltsamer als dieser jämmerliche Pseudoheld hier. Ach, das war ein Regenschirm. Ich dachte, das wäre ein Schwert oder sowas. Lull. Die Schule bricht auseinander. Sie ist total zerstört. Sie sieht nicht mal mehr aus wie eine Schule. Oh Gott, was passiert denn dort hinten? Der epische Kampf oder was? Und ich darf nicht zugucken. Was zum... Ach nee, das ist ein Feuerwerk. Sind das... Bin das ich? Rox! Schluss damit, sofort. Dunkler Atma. Okay. Na komm her, Dunkler. Immer diese Schrägen, ey. Na gut, dann wechseln wir halt wieder auf den Stick. Lass mich durch. Ach, das war's schon. Er ist weg.
Ist das der Gemischtwarenladen? Geht es Onkel Budi gut? Ich bin nicht mal sicher, wo alle gerade sind. Selbst in dieser kaputten Welt gibt es noch ordentliches Katzenfutter. Woraus besteht das eigentlich? Willst du es wirklich wissen? Oh Gott, jetzt sind sie schon zu zweit. Obwohl, es soll nicht Hundefutter und Katzenfutter sogar teilweise besser zubereitet sein, als das, was man uns Menschen gibt. Irgendwie sowas habe ich mal gehört. Ah. Hört auf damit, beide, bitte. Nein, ich werde nicht aufhören, Verräter. Wir werden nicht aufhören. Lass Raya zufrieden, damit sie glücklich sein kann. Fuck my life! Nimm das, verräterische Abschaum. Lass mich durch. Ha, so geht das. Keine Zeit zu verlieren. Uff, das ist ekelhaft. Besser kontrolliert, ja, so meine ich das ja auch. Danke dir. Alles zerbröckelt, schwebt, hält in der Zeit inne. Es ist schrecklich, aber auch irgendwie schön. Oh Gott, jetzt sind sie zu dritt. Wenn euch Raya etwas bedeutet, dann lasst mich durch. Halt deine Klappe, du Verräter. Du kümmerst dich nicht um Raya, hinfort, Verräter. Halt's Maul, verschwinde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht aber schnell. Haha, nicht schnell genug. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Ich möchte nicht mehr gegen mich selbst kämpfen. Hatte sich der Fips schon verabschiedet? Mach mich jetzt... Ach so. Ah, macht sich bloß fertig. Okay. Oh, jetzt ist es zu spät, um aufzugeben. Es nimmt kein Ende mit dir. All diese Kämpfe sind sinnlos. Bitte versteh es doch. Deine verräterische Missachtung. Sie ist sinnlos. Wir werden nicht zulassen, dass du Rayas Glück zerstörst. Du wirst von uns derjenige sein, der vernichtet wird. Lasst mich durch. Keine Zeit zu verlieren. Oh Gott. Ich muss mich beeilen. Nein. Ah, trotzdem rechtzeitig. Ich muss mich beeilen. Dieser Kampf ist völlig sinnlos. Aber es gibt keinen anderen Weg. Immer weiter vorwärts. Vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. Warte mal, hier könnte ich da noch irgendwas... Dieser tote Kirschbaum. Er ist von herabfallenden Blättern umgeben. Ach, Mann, nee. Halt, keinen Schritt weiter. Kannst du nicht einfach nur die Schönheit dieser Welt aus Rayas Schöpfung wertschätzen? So schön ist es hier auch nicht, außer dass hinten ein cooles Feuerwerk ist. Sie ist nicht schön. Ich bin hier, um sie davor zu schützen. Ha, denkst du etwa, du wärst hier der Held? Vielleicht war ich das. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Dann hör auf, den Helden zu spielen und gib einfach auf. Nein, das kann ich nicht. Das werde ich nicht. Verstehe. Oh Gott, wie viel sind denn das?
Dann bleib besser dort stehen, wo du gerade bist, Verräter. Ihr werdet also weiter versuchen, mich zu beschäftigen, hm? Ha, ihr alle? Unwahrscheinlich. Du kommst doch nicht mal an mir vorbei. Ich werde dir zeigen, wie nutzlos du tatsächlich bist. Belastend. Wow, wieso sind meine Angriffe so? Wir sind ein und derselbe. Ich weiß, wie du kämpfst und wie du konterst. Verdammt. Vielleicht kann ich ja etwas anderes einsetzen außer Gewalt. Schlauheit? Guter Block. Deine Erfahrung hat dich nicht im Stich gelassen. Fort mit dir. Meine Angriffe sind nutzlos. Warte mal. Vielleicht sollte ich nicht zuschlagen, vielleicht brauche ich bloß den Counter runterlaufen lassen. Ich probier's mal, mal gucken. Vielleicht kann ich ja etwas anderes einsetzen außer Gewalt, genau. Das ist Verteidigung. Und jetzt machen wir mal gar nichts, mal gucken. Blocken muss ich ja. Das geht ja nicht weg, oder? Geht das mit der Zeit weg? Nee, das geht nicht weg. Sensei hat dich gut unterrichtet. Mal sehen, wie lange du durchhältst. Warte nur, ich werde dich zerstören. Okay, er sagt jedes Mal was anderes, also wir brauchen bloß Blocken. Kämpf gegen mich, Feigling. Können wir das nicht ohne einen Kampf lösen? Genug von diesem friedliebenden Mist, du verdammter Hippie. Und Peace. Uff, ich schäme mich dafür, mit einem Feigling wie dir ein Gesicht zu teilen. Wie lange wirst du noch so weitermachen? Solange du existierst. Oder bis du tot bist. Ich werde Raya niemals aufgeben. Wieso gibst du nicht auf? Nach dir, du Held. Ich gebe niemals auf. Ich werde Raya bis zu meinem letzten Atemzug schützen. Raya ist hier in größerer Gefahr. Gefahr? Sie braucht Hilfe, unsere Hilfe, dringend, bevor es zu spät ist. Kannst du das nicht sehen? Sei ruhig, du weißt nichts über sie. Ich weiß, dass sie zurück nach Hause muss. Nach Hause? Dort gibt es nichts für sie. Doch es gibt dort etwas oder vielmehr jemanden. Sie hat die Südstammprinzessin. Die Südprinzessin? Prinzessin? Hahaha. Prinzessin? Stammprinzessin? Das ist meine Chance. Jetzt kann ich ihn angreifen. Oh, natürlich. Urks. Wieso tust du das? Weil ich ein Arschloch bin. Diese Welt. Sie ist der einzige Ort, an dem Raya glücklich sein kann. Nein, du liegst falsch. Diese Welt, diese Illusion, sie bietet nur einen vorgetäuschten, vorübergehenden Segen. Und in der echten Welt verschwindet ihr Körper langsam. Ich bin hier, um Raya vor diesem Schicksal zu bewahren. Große Worte. Als würdest du wissen, was die Zukunft für sie bereithält. Das tue ich nicht. Sie muss jetzt einfach nur gerettet werden. Und zwar jetzt. Das zählt. Hehe. Ich hoffe, dass du recht hast. Oh, Katze! Ups, unentschieden, wa? Das war wohl ein Patt. Jorks.
Ja. Sei vernünftig, wir sind beide auf Rajas Seite. Wir haben dasselbe Ziel. Du hast sie verlassen, als sie dich am meisten gebraucht hat. Ich war ein Fragment ihrer Vergangenheit, genau wie du es sein solltest. Wir sind nicht mehr da, wir können sie nicht mehr regelmäßig heimsuchen. Ich weigere mich, mich auf dein Niveau herabzulassen. Ich kann versprechen, dass weder Himmel noch Erde mich von dieser Position entfernen können. Es reicht mir mit deiner Unverschämtheit. Du kannst nicht vorbei. Nur über meine Leiche. Du bist ja kurz davor. Knurr, knurr! Ah. Wie es scheint, ist unsere Essenszeit. Was? Essenzeit längst vorüber. Und dennoch steht uns der Sinn nach einem Festmahl. Atma. Ja. Sei ein gutes Kätzchen und finde was zu essen für uns, ja? Krummel! Ich werde nicht zulassen, dass du Krummel krummel. Lachs, Forelle, Thunfisch, Krummel. Guck mal hier, in der Mitte ist doch was. Okay, ihr wollt was zu essen. Boska hat behutsam eine Schale zwischen sich und Admiral platziert. Okay. Das ist der Kirschbaum mit Blättern. Hier ist Onyx. Okay. Klaro. Zeit, die Katzen zu füttern. Block, 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 block. Ehrenwerte Königin. Seht das Essen, das uns unser Held dargebracht hat. Sicherlich wollt ihr doch nicht mit leerem Magen kämpfen. Uff. Es sieht in diesem Gefäß wirklich appetitlich aus. Aber ich muss... Knurr. Ach, scheiß drauf. No. Cute. Gott, seid ihr verfressen! Jetzt, wo wir uns gemeinsam an Trockenfutter gelabt haben, wäre es dumm, wenn wir uns nicht vertragen könnten. Wir wollen beide das Beste für die Sternprinzessin. Ich will ja auch nicht, dass sie allein ist, aber wir dürfen es nicht zulassen, dass sie sich auf ewig in dieser Welt versteckt. Sie dreht sich im Kreis, jagt ihren eigenen Schwanz. Du hast recht. Wir wollen beide dasselbe. Und du auch, Atma. Natürlich. Ja. Versprich mir eine Sache. Wenn ich dich durchlasse, dann musst du sie retten, was auch immer dafür nötig ist. Ich denke nicht im Traum daran, etwas anderes zu tun, mein Liebling. Dann darfst du deine Reise fortsetzen. Ehe du gehst, nimm diesen Schlüssel hier. Ein Schlüssel? Wofür? Ich sag dir doch, ich hätte meine eigenen Absichten. Du wirst ihn später brauchen. Geh jetzt. Was ist mit euch beiden? Für uns ist es schon längst Schlafenszeit, aber zuerst sollen wir losziehen und nachsehen, was diese Welt noch für uns bereithält, meine Königin. Wie du wünschst. Katzen weg. Okay, komm dort hinter. Okay, wir müssen dort hinter. Hm.
du meine Güte. Ach du meine Nase. Oh, Raya. Atma, Liebling, Liebster, du bist hier? Bist du bereit, die To-Do-Liste mit mir zu Ende zu bringen? Jetzt können wir zusammen sein. Niemand wird uns stören. Wir werden zusammen sein, bis ans Ende der Welt. Raya, ich... Komm schon, Atma. Sieh dir das Ende der Welt mit deiner Liebsten im Arm an. Nein. Was? Ich bin hier, um dich vor dieser Illusion zu retten. Wie? Lass mich dir helfen, komm schon. Nirmala sucht nach dir. Hör auf, diesen Namen zu sagen. Hast du mich? Willst du, dass ich leide? Ich... Du liebst mich nicht mehr, nicht wahr? Doch, ich liebe dich immer noch sehr. Und genau deshalb musst du zurückgehen. Nein, 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 nein. Ich will das nicht. Wieso willst du mir nicht zuhören? Ich bin glücklich hier. Du enttäuscht mich, Atma. Was jetzt? Willst du mich verprügeln und mich zur Unterwerfung zwingen? Ich würde dir gegenüber nie Gewalt anwenden, niemals. Bitte komm einfach mit. Hey, wie nett von dir, aber dennoch. Vergiss nicht, dass ich von uns beiden hier die Macht habe, Liebling. Oh oh. Hör mir zu, ansonsten... Oh oh. Ich muss mich gegen Rayas Angriff verteidigen. Oh, sie schnipst mit dem Finger. Du musst sehr entschlossen sein, um denen widerstehen zu können. Genau das habe ich von dir erwartet, mein Liebster. Raya, hör zu. Oh oh, spar dir den Atem und widerstehe. Dem hier. Ich muss ausweichen. Aber wie? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ups. Ich werde dich bestrafen müssen. Aha. Du bist zwar stark, aber ein wenig unsensibel, nicht wahr? Haben wir hier nicht wunderbare gemeinsame Dinge erlebt? Wieso kannst du dich nicht einfach an ihnen erfreuen? Ich werde dich bestrafen müssen. Ja, Entschuldigung. Also gut, ich weiß, was nicht stimmt. Ach ja? Wow, wie kann ich dich nur davon überzeugen, die Schönheit dieser Welt zu erkennen, wenn sie so chaotisch ist? Hm? Aber ich habe eine Idee. Lass mich dich wohin mitnehmen. Ich werde dir etwas Schönes zeigen. Raya, was machst du da? Sieh mal, Atma, es ist Zeit für das Feuerwerk. To-Do-Liste abgehakt. Raya. Ja, ich weiß. Machen wir es ein wenig funkelnder. Hey. Hihi. Ich muss ausweichen. Ja, ich versuche mein Bestes. Ups, das ist falsch. Es macht keinen Spaß. Weil ich ausweiche, oder? Feuerwerke sehen schließlich am besten. Sehen am besten aus, wenn sie am Himmel explodieren, findest du nicht auch? Naja, wir sollten. Hey, sieh nicht mich an. Das Spektakel findet dort drüben statt. Sieh mal, das sieht aus wie eine Blume. Ist das nicht verrückt? So wunderschön. Das ist die Kulisse, die ich unbedingt sehen und dir zeigen wollte. Wir können sie nur hier sehen, in dieser Welt. Was stimmt denn nicht? Hör auf, Raya, wir sollten gehen. Aber das Feuerwerk...
Ja, es ist wunderschön, aber nicht real, oder? So siehst du das also. Eine Fälschung. Ich bin wieder mal gescheitert. Ich habe hart dafür gearbeitet. Ah ja. Also gut, keine Feuerwerke mehr. Wir fangen ohnehin gerade erst an. Hier komme ich, Atma-Liebling. Was? Ach du... Du wirst immer angespannter, Atma. Ja, wenn du die Spielregeln änderst, der grüne Balken muss feststehen. Weil ich mir Sorgen um dich mache. Musst du nicht. Lass einfach los. Oh Gott, ich wollte gerade fix drüber rennen. Hier komme ich, Atma, Liebling. Ja, ja, ja. Oh Gott, jetzt werde ich... Komplett Mischugi hier. Ups. Vertrau mir, Atma. Hier kannst du alles haben, was du willst. Ich will das hier nicht. Ich wusste nicht, dass du so wählerisch bist. Kannst du nicht wenigstens versuchen, Spaß zu haben? Aber wie kann ich denn den Dingern ausweichen? Aha. Oh. Ey, zu langsam. Fuck. Ich habe es übertrieben. Es tut mir leid, Atma, mein Geliebter. Aber ich weiß, du wirst zu mir zurückkommen. Ich warte. Oh. Ich bin wieder hier zurück. Das ist also passiert, als ich im Kampf gegen sie gestorben bin. Es bedeutet, ich habe alle Zeit der Welt, von vorne mit ihr zu sprechen. Okay, probieren wir das nochmal. Oh Gott, noch einmal. Von Anfang an. Gut, wieder zurück mit meinem Lieblings-Bad-Boy. Keine Sorge, ich werde dir schon beibringen, wie man Spaß hat. Das macht keinen Spaß, Mädel. Hey. Du wirst immer angespannter. Ja, ich weiß. Weil ich mir Sorgen um dich mache. Musst du nicht. Lass einfach los. Kennen wir schon. Soll ich denn den Stacheln ausweichen? Ach so. Fuck. Schwer zu steuern. Hör auf herumzulaufen. Das macht so überhaupt keinen Spaß. Ach, das kann jetzt lange dauern. Gott, so schnell kannst du gar nicht reagieren. A few hours later. Okay, Konzentration jetzt. Aufrecht hinsetzen. So. Und konzentrieren. Ja, wissen wir, kennen wir, haben wir schon 100 Mal gelesen. Das lässt sich halt beschissen steuern. Man sieht zwar die Schatten unten, aber dort genau den Punkt dazwischen zu treffen, ist halt komplett bescheuert. Na, wenigstens habe ich jetzt gekontert. Vertrau mir, Atma. Hier kannst du alles haben, was du willst. Ich will das hier nicht. Ich wusste nicht, dass du so wählerisch bist. Kannst du nicht wenigstens versuchen, Spaß zu haben? Oh Gott.
auf, herumzulaufen. Das macht so überhaupt keinen Spaß. Ich habe noch eine Überraschung in petto. Du wirst sie lieben. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Mach dich bereit. Wir gehen an einen wunderbaren Ort. Raya, nicht... Überraschung, Überraschung. Willkommen zurück im Katzenwunderland. Oh Gott, da war ja mal was. Damit hat es doch alles angefangen im Kino. Miau. Lass uns spielen, miau. Lass uns Spaß haben, miau. Wer bist du? Zeig mir, was du drauf hast, Atma. Kämpfe. Ich muss kämpfen. Future Fighter. Oh. Hehehe, das macht Spaß. Boah, jetzt juckt Mos Oge. Fuck. Du hast auch Spaß, nicht wahr, Atma? Nur bedingt. Macht das Spaß? Miau. Spaß, 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 miau. Wir können nicht. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Spaß. Was? Ich dachte, du hast das Katzenwunderland geliebt. Hier sind mehr Katzen sonst. Ich habe sogar deine Lieblingsspielhallenspiele hinzugefügt. Brauchst du noch mehr? Reichen die nicht aus? Wieso, miau? Du verwirrst mich, miau. Ich will einfach nur, dass du besser wirst. Atma will uns nicht, miau. Kein Spielen mehr. Kein Streicheln. Auch Streicheln geht immer. Ich habe all das für dich gemacht. Kannst du das nicht einfach genießen? Du bist nicht so lustig wie in meiner Erinnerung. Hör auf, herumzulaufen. Das macht keinen Spaß. Ach, das hat man doch schon. Oh Gott, jetzt werden die Balken kleiner. Du sagtest, dass du mich liebst. Dann bleib bei mir, Atma. Nein, ich kann nicht, Raya. Spiel bloß nicht mit meinem Herzen. Mit meinem Herzen so. Ich werde dich bestrafen müssen. So schnell kommt man gar nicht ins Rennen, wie man dort weg muss. Es wird langsam etwas anstrengend. Na, nicht nur für dich, du. Willst du mich nicht, Liebling? Kannst du deinen Widerstand nicht beenden? Können wir damit aufhören, Raya? Aufhören? Ach, du gute Seele. Niemals. Ich werde dich bestrafen müssen. Wenn ich es mir recht überlege, beim nächsten Mal werde ich sicher gehen, dass du der echte Atma bist. Es gibt keinen Grund, hier weiter Zeit zu vergeuden. Hör auf, du hast bereits zu viel von deiner Macht benutzt. Bringe mir einfach Atma. Dieser Ort. Ah, das fühlt sich besser an. Ich weiß, du bist diese Seite von mir mehr gewohnt. Ist das nicht interessant? Ich habe diesen Ort früher gehasst, aber irgendwas lässt mich immer wieder hierhin zurückkommen. Du hast mich hierher zurückgerufen. Aber ich war doch gar nicht hier. Klar, klar, ich wollte immer, dass du hier bist, um mir in meinem Leid und meiner Einsamkeit Gesellschaft zu leisten. Ich wünschte, ich könnte für immer mit dir zusammen sein. Und hier kann ich das möglich machen. Raya, willst du nicht auch dasselbe? Sag es mir, Atma. Sag mir, dass du dir so,
was du dir so sehr wünschst. Oh, das heißt, hier gibt es unterschiedliche Enden, wa? Okay. So große Unterschiede sind da nicht. Was? Für immer zusammen sein. Zusammen sein. Und? Diese Worte sind nicht meine. Das ist falsch. Also was? Was wünschst du dir? Dann mit Raya Spaß haben. Spaß haben bis... Uff. Wo liegt das Problem? Es ist wirklich so schwierig, mir das zu sagen. Ich muss widerstehen. Komm schon, Atma, sag es. Mit Raya bis zum Ende hier bleiben. Bleib hier bis... Ich kann nicht. Wieso wehrst du dich dagegen, Atma? Raya. Genug. Hör auf. Ich kann hier nicht bleiben, Raya. Wir können es nicht. Warum? Warum, Atma? Bist du von mir gelangweilt? Habe ich etwas falsch gemacht? Das meine ich nicht. Du denkst, ich bin ein Freak, oder? Du willst mich einfach nicht mehr. Genau wie alle anderen. Das ist nicht wahr. Ich will einfach nur ein Happy End. Ah ja. Ich habe so lange an einem Happy End für uns gearbeitet. Jetzt brauche ich nur deine Gesellschaft. Du verdienst so viel mehr als ein ausgedachtes künstliches Happy End. Geh, wenn du mein Happy End nicht willst. Sollte ich dich wohl für immer hier bei mir behalten. Für immer. Ah ja. Ich muss mich befreien. Ah! Warum? Warum betrügen mich selbst meine eigenen Träume? Ich bin wirklich wertlos. Nicht einmal du wirst mich noch haben. Raya, wenn du nur hier bist, damit ich mich elend fühle, dann verschwinde. Nein, ich... Lass mich. Alle hassen mich wirklich. Ich nicht, bitte vertrau mir, Raya. Du, wieso bist du hier? Wieso tust du mir das an, Eric? Was? Raya, ich bin es, ich... Sei ruhig, Marin. Ah! Lulu, bitte, ich bin keine Fälschung, lass mich. Raya, bitte hör damit auf. Bitte vergib mir. Bist du er... Tu mir nicht weh. Raya, ich bin es. Ich werde dir nicht wehtun. Bitte, du bist gefangen. Gefangen in deiner... Ruhe, halt's Maul. Oh Gott, nicht schon wieder. Ach nee, okay, ich dachte schon. Du Freak. Hey, sieh mich an, du bist ein Nichts. Eric, hör auf. Wieso hörst du nicht auf, mich zu piesacken? Okay, also doch. Shit. Lass mich. Das war knapp. Du bist nutzlos. Du kannst nichts richtig machen. Hör schon auf, es zu versuchen. Lulu, wieso kann ich nicht so sein wie du? Geh weg!
Ich möchte nicht mit dir befreundet sein. Ich möchte nicht mit jemandem wie dir gesehen werden. Ich möchte mich mit deinem Ballast nicht herumschlagen. Stirb einfach. Marin, bitte geh nicht. Aufhören. Nein. Du bist eine solche Enttäuschung. Was zur Hölle läuft bloß falsch mit dir? Du wertloses Kind. Ich wünschte, ich hätte deine Mutter nie geheiratet. Ich wünschte, du wärst nie geboren. Mama, wieso stehst du hier einfach nur herum? Er hasst mich, mein Vater hasst mich wirklich. Lass mich. Du bist nutzlos. Du Riesenfreak. Du bist so ein Opfer. Oh Mann, ey, ich möchte nicht mit dir befreundet sein. Ach Mann, ey. Stirb einfach. Okay, das werde ich. Das werde ich. Hört einfach nur auf, bitte. Raya, bitte, hör damit auf. Das ist nicht real. Halt's Maul. Uff. Tu das nicht, Raya. Ich muss mich von ihrer Macht befreien. Oh Gott! Uff. Ah ja, hör auf. Bitte, lasst mich alle einfach nur in Ruhe. Was bin ich? Wieso mache ich das? Ich habe so viel Mühe darin investiert, perfekt zu sein. Das ist vielleicht der Fehler. Darin etwas zu sein, worauf ich stolz sein könnte. Das perfekte Mädchen, das sich meine Eltern und meine Freunde immer gewünscht hatten. Aber jetzt weiß ich nicht einmal mehr, wer ich überhaupt bin. Nirmala. Du hast immer noch Nirmala, tief in deinem Innern. Nein, nenn mich nicht so. Aber das ist dein Name, nicht wahr? Du bist Nirmala. Aufhören. Da hast du recht, Valhalla. Ah ja. Ich kann nichts sehen. Wo ist sie? Ich muss nach ihr suchen. Raya! Ich bin hier! Raya! Antworte mir, Raya! Du Freak! Diese Stimmen. Ich meine, Raya ist immer noch hier, oder? Du bist nutzlos. Raya. Ich möchte nicht mit dir befreundet sein. Ach Mann. Stirb einfach. Das ist so der schlimmste Satz, Alter. Wo bist du, Raya? Du wertloses Kind. Gut, das kommt dicht danach. Du bist so ein Opfer. Du Freak. Du bist nutzlos. Ah ja, bist du da? Geht es dir gut? Antworte mir, bitte. Ich möchte nicht mit dir befreundet sein. Stirb einfach. Ich weiß halt nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe. Wertloses Kind.
Irgendwie auf dem linken Ohr höre ich ein bisschen was. Ich gehe mal nach links. Mal gucken. Raya. Ich kann dich nicht finden, Raya. Antworte mir. Irgendwas. Bitte. Ich reagiere da gar nicht mehr drauf. Uff. Ah ja, bitte. Das rote Zauberbuch. Öffne das Buch. Das Buch? Atma, öffne das rote Zauberbuch. Raya? Raya, bleib bei mir. Raya. Nein, nein, nein. Ich bin so weit gekommen und doch. Ich kann dir immer noch nicht helfen, deine eigenen Ängste zu überwinden. Ich bin so nutzlos. Ist das so? Sollte ich? Na klar sollst du! Schon wieder dieses Raumtauchen, genau wie beim letzten Mal. Wird es gut gehen? Wird alles gut enden? Bitte, bitte, bitte lass Raya gerettet werden. Das ist Nirmalas, Rayas Haus. Oh Gott, will ich dort rein? Zu dem Assi-Vater. Hier hat alles begonnen. Ich hoffe, der alte Sack ist nicht hier. Ich wette, irgendwann muss ich den Schrank hier aufsperren mit dem Schlüssel. Das sieht nämlich arg verdächtig aus. Raya, ich bin hier. Wieso bist du hier? Geh weg. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Da wärst du der Erste. Jetzt lass mich in Ruhe. Können wir reden? Nein, geh weg. Ich bin wieder hier? Ich muss wieder zu ihr zurück. Diesmal sollte ich meine Worte mit mehr Bedacht wählen. Na, ich dachte ja gerade, dass Lass uns reden besser klingt als Hör mir zu. Weil Hör mir zu klingt dann in dem Moment wie Ich weiß es besser als du. Nirmala, meine Tochter, was ist mit dir geschehen? All diese Leute fragen mich, wie es dir geht. Aber ich weiß es nicht mal selbst. Ich sollte sowieso nicht mit ihnen reden. Sollte sie nicht mit unseren Privatangelegenheiten belästigen. Wenn mein Ehemann von den anderen Leuten irgendetwas darüber hören würde, würde er wieder ausrasten wahrscheinlich. Hallo, wie geht es Nirmala? Ah, hallo. Es geht ihr gut, vielen Dank. Findet sie sich in der neuen Schule gut zurecht? Ich hoffe es. Sie erzählt mir nichts, aber ich nehme an, das ist eher ein gutes Zeichen. Das hoffe ich. Und ihr Mann? Er ist sehr mit seiner Arbeit beschäftigt, wie immer. Guten Tag, Ma'am. Ich komme von der Schule ihrer Tochter. Wir müssen uns unterhalten. Oha.
Nirmala, ist alles in Ordnung? Es geht um Raya Fitri Nirmalas Zeugnisse. Raya ist... okay. Nirmala ist bloß der dritte Name. Aha. Wie Sie sehen können, verschlechtern sich Ihre Noten... zusehends. Ja, kenne ich. Im Kunst- und Sprachunterricht ist alles in Ordnung, aber in den anderen Fächern hat sie große Schwierigkeiten. Oh nein. Ist bei Ihnen zu Hause alles in Ordnung? Wie bitte? Nirmala scheint im Unterricht immer so abgelenkt zu sein, aber sie wollte uns nie den Grund dafür mitteilen. Das liegt, sie war einfach schon immer ein sehr zurückhaltendes Mädchen. Verstehe. Nun bitte sorgen Sie dafür, dass sie auf ihr nächstes Examen ordentlich vorbereitet ist. Wenn sich ihre Noten nicht bessern, müssen wir eine offizielle Erhebung durchführen. Nirmala. Sie ist in ihrem Zimmer, Liebling. Um diese Zeit? Eine junge Dame sollte früh aufstehen. Wieso teilst du sie nicht mit Hausarbeiten ein? Sie war in letzter Zeit nicht sie selbst. Die Tür ist versperrt. Ich kann nicht. Das liegt nur daran, dass du sie zu sehr verhätschelst. Du verdirbst sie. Sie wird zu einem faulen Taugenichts. What? Ich werde ihr ein wenig Vernunft einprügeln. Oh. Das ist nur zu ihrem Besten. Ja klar, du Affe. Eieieiei. Nirmala, öffne diese Tür, du kleines Biest. Du beschämst mich vor den Nachbarn und deinem Lehrer. Liebling, wenn du weiterhin so schreist, hören es die Nachbarn. Komm schon, gehen wir nach unten. Ich habe dir Kaffee gekocht. Es ist versperrt, ich brauche einen Schlüssel. Ah, okay, also hierfür ist der Schlüssel, okay. Es ist offen. Der Schlüssel, den mir Bosque gegeben hat, war für Rayas Zimmer. Raya, ich bin hier. Wieso bist du nochmal hier? Du hast 3 Sekunden, um zu sagen, was du willst, bevor ich dich teleportiere. Mist, was soll ich sagen? Das klingt aber viel zu sehr nach dem Vater, glaube ich. Sie soll sich ruhig einsperren, wenn er danach ist. Also hinter sich die Tür zu. Alle machen sich Sorgen um dich. Sagt wer. Woher willst du das wissen? Lüg mich bloß nicht an, damit ich mich besser fühle. Nichts, was du sagst, wird irgendetwas ändern. Ich habe versucht, nett zu mir selbst zu sein. Ich habe es immer wieder versucht. Aber am Ende des Tages kann nichts diese Leere füllen. Wenn du hier einfach nur deine Plattitüden abspulen willst, dann würde ich es vorziehen, wenn du dich verziehst. Ich will nicht gehen. Ich möchte nicht, dass du allein bist. Du hast mich schon einmal verlassen, vor langer Zeit. Du könntest es wieder tun. Es tut mir leid. Ich bin jetzt hier, ich will dir helfen. Es ist zu spät. Ich glaube, niemand kann mir jetzt noch helfen. Es ist mir egal, was du tust, solange du mich zufrieden lässt. Ich bin wieder hier. Ich werde nicht aufgeben, Raya. Ich werde zu deinem Herzen durchdringen. Ich habe von deinen Noten gehört, du undankbares Kind. Oh Gott.
Ich sagte dir doch, wenn du deine ganze Zeit mit diesen dämlichen Skizzen vergeudest, wirst du diese Familie niemals unterstützen können. Denkst du vielleicht, ich bezahle dein Schuldgeld, wahrscheinlich Schulgeld, mit Zeichnungen und Geschichten? Bitte, wenn du dein Zimmer so gerne magst, dann kann ich dich ja getrost darin einschließen. Achso, das Bitte war eher so, bitte. Ich werde dir schon Vernunft beibringen. Dies ist die zweite Mahnung betreffend der Rückzahlung Ihres Darlehens. Bitte übermitteln Sie den Betrag bis zum angeführten Datum. Es sieht so aus, als wäre eine gezeichnete Palme ausradiert worden. Dies ist die letzte Mahnung betreffend der Rückzahlung Ihres Darlehens. Bitte übermitteln Sie den Betrag bis zum angeführten Datum. Es sieht so aus, als wäre eine gezeichnete Torte ausradiert worden. Die hat einfach auf die Mahnung ihre Skizzen gemalt. Irgendwie cute. Ein gemütlich aussehender Stuhl. Wir haben jetzt keine Zeit zu sitzen, ich wollte es nur probieren. Bitte hör auf, bitte hör auf, bitte hör auf. Dies ist die erste Mahnung betreffend der Rückzahlung Ihres Darlehens. Bitte übermitteln Sie den Betrag bis zum angeführten Datum. Es sieht so aus, als wäre eine gezeichnete Katze ausradiert worden. Oh, warte mal, das werden wir brauchen. Ersten ist eine Katze. Hier war eine Palme, ne? Katze, Palme und Torte. Oder? Ja. Schreibt mir das mal bitte in den Chat. Katze, Palme, Torte. Weil ich wette, das werden wir brauchen in der Reihenfolge, wie die Mahnung reingekommen sind. Die Zeichnung ist auf dem Feld des 3. Januar. Da ist auch eine Notiz. Vater nimmt uns in den Ferien alle mit nach Bali. Er ist der Beste. Nächstes Datum. Die Zeichnung ist auf dem Feld des 4. Mai. Oh Gott. Gut, wenn Chat nicht mitarbeitet, muss ich mir halt selber aufschreiben. Katze, Palme, Torte hat man gesagt. Katze, Palme, Torte. So, das ist jetzt 4. Mai. Da ist auch eine Notiz, Schreibtag mit Atma. Wir haben die Katzengeschichte fast perfekt hinbekommen. Ach so, da hast du vielleicht, da hast du ja geschrieben, ja. Katze, La Palma, Törtchen. Okay. Aber wir werden hier wahrscheinlich noch die Daten brauchen. Palme. Ist der 3.1. Und was war hier? Vater nimmt uns mit Ferien nach Bali.
Ferien. Bali. Okay. So, nächstes Datum. Das ist die Katze. 4.5. Fünfter. Da ist auch eine Notiz. Schreibtag mit Atma, Katzengeschichte. Atma Story. BB Mia. Nächstes Datum. Torte. Zeichnung ist auf dem Feld des 2. Juli. 2.7. Da ist auch eine Notiz, mein Geburtstag. Mama meint, das wäre mein Tag und ich bekäme alles, was ich will. Geburtstag. Okay. Sind wir vorbereitet, egal was jetzt für ein Rätsel kommt. Die Tür ist versperrt. Ich brauche ein Passwort. Die erste Mahnung war am 4.5. Es ist mir nämlich erst schon aufgefallen, dass die ganzen Daten einstellig waren. Die zweite Mahnung kam am 3.1. Und die letzte Mahnung kam am 2.7. Es ist offen. Raya, ich bin hier. Du schon wieder. Ich bin müde. Ich kann nicht einfach hier rumsitzen und zuhören. Wir müssen ja nichts Besonderes unternehmen. Willst du denn irgendwas? Allein sein. Abgesehen davon, weil ich ja nirgendwo hingehe. Will ich, dass alles andere verschwindet? Ich will das einfach nicht mehr. Ich möchte für immer meine Augen schließen. Ich möchte dir helfen, Raya. Warum? Weil du mir wichtig bist. Das ist egal. Deine Sorge ist egal. Alles ist eine Fälschung, selbst du. Du bist nichts als eine Erinnerung. Ich weiß. Wieso tust du mir das an? Wieso kommst du immer wieder zurück? Vielleicht bin ich für dich nur eine bloße Erinnerung. Aber das tun Erinnerungen eben. Sie bleiben. Sie erinnern dich daran, wer du wirklich bist. Ha! Ich schätze, das ist wohl mein Fluch. Ich kann dich nicht vergessen. Danke. Willst du mir sonst noch etwas sagen? Nicht jetzt. Klar, ich werde dir so viel Zeit geben, wie du nur brauchst. Aber du sollst wissen, dass ich immer für dich da sein werde. Du bist raus? Och Mann. Ich muss sie fürs Erste allein lassen. Okay, dann schreibe ich dich in ein Signal an, oder? Ich sollte einen Ort finden, an dem ich warten kann. Ach so, das ist das. Ist zu schlimm, wa? Hä, wo ist denn hier was? Ach, unten der Stuhl, hä? Ich könnte hier auf sie warten. Soll ich warten? Abwarten.
Es ist schon einige Zeit vergangen. Ich sollte mal nach Raya sehen. Das Gemälde wurde zerrissen. Welcher Teil fehlt? Ich erinnere mich nicht, dass hier drüben eine Wand gewesen ist. Das macht dieses unvollendete Gemälde hier. Gemälde eines Vaters. Vater würde ich ihn nicht gerade nennen, aber naja, gut. Das Gemälde wurde zerrissen. Welcher Teil fehlt? Gemälde eines Kindes. Gemälde einer Mutter. Das Gemälde wurde zerrissen. Welcher Teil fehlt? Gruselig. Aus diesen Geschichten klafft der blanke Zorn. Achso, wir müssen erstmal das hier zusammensetzen, wahrscheinlich. Nichts geschieht. Doch nicht, hä? Aber wir haben doch keine... Ach so, okay, das da drüben ist der Vater, das hier. Ich dachte, es wären alles drei Zeichnungen von ihr. Es ist wieder vollständig. Das ist die Mutter. Es ist wieder vollständig. Und mit jedem Teil kommt da drüben ein neuer Teil dazu. Okay. Und das ist sie. Durch die Locke hat man das erkannt. Es ist wieder vollständig. Das Gemälde ist fertig. Es ist ein Bild von Rayas Familie. Ich kann jetzt nach oben in Rayas Zimmer gehen. Atma, bist du da? Ja, ich bin da. Sie ist verstummt. Sollte ich jetzt zu reden beginnen? Kann ich hier bei dir bleiben? Ja. Fürs Erste. Okay. Es ist schön. Was ist schön? Man kann durch das Fenster das Feld sehen. Und das Wetter ist auch schön. Du bist so unglaublich schlecht im Smalltalk. Du erinnerst dich also. Das freut mich. Hast du es hier zu sein, in der Welt, die ich erschaffen habe? Ich liebe sie. Sie ist nur künstlich. Wie dem auch sei, ich kann sehen, dass deine Gefühle real sind. Deine Liebe zu dieser Welt, die Stadt, die Leute, die Katzen, alles real. Hast du mich, Atma? Natürlich nicht, wieso sollte ich? Ich bin an allen eine Last, ich bin wertlos. Das bist du nicht. Auch wenn du das immer und immer wieder sagst, ich werde stets hier sein, um dir zu sagen, dass du falsch liegst. Ich habe nie irgendetwas richtig gemacht, egal wie sehr ich es auch versucht habe. Aber was willst du denn wirklich? Ich will... Ich weiß es nicht. Bitte gib mir Zeit, darüber nachzudenken. Allein. Okay. Dann sehen wir uns später. Du hast mich nie satt, oder?
Niemals. Gut. Darf ich wieder zurückgehen? Ich werde irgendwo warten, bis du bereit bist, mit mir zu reden. Okay, okay, also doch runtergehen. Ja, natürlich sollst du hier warten. Was sind das für Türen? Und diese Symbole, was haben sie zu bedeuten? Also ganz rechts, das ist ein Bild von dem Märchen. Ich denke mal, das sind alles Bilder von Märchen. Das ist das erste. Das ist das zweite. Wie sah denn die dritte Tür aus? Die steht oben und dann ist da wie so ein Fluss oder so. Ich glaube, das war jetzt das. Das hier. Das vierte. Das war das erste. Diese Zeichnung. Etwas steht auf ihnen geschrieben. Und so teilt sich die Sternprinzessin selbst in zwei Wesen auf. Die Sternzwillinge. Nein! Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier eine Geschichte nach der nächsten durchgehen. Das ist jetzt das zweite Märchen. Dritte ist das mit dem Schwan, ist hier. Das vierte. Das vierte ist das am Fluss und das fünfte ist das mit der Katze, okay. Immer noch eins, okay. Und das sechste ist, Gott sei Dank haben wir die alle sechste, ist mit dem großen. Bitte. Gebratene Tempeh, ein wenig warme Gemüsebrühe und eine Schale Reis. Hier ist auch ein Roman über Katzen und ein Brief von Marin. Da steht, tut mir leid, auf dem Umschlag. Ist es nicht gefährlich, so auf einem Dach rumzusitzen? Natürlich nicht. Wir sind ja nicht wirklich hier. Erinnerst du dich nicht? Oh, stimmt. Aber als Kind habe ich das geliebt. Auf Dächern zu sitzen? Ja. Es ist so still. Ein kleiner Ort, den Himmel für mich nur für mich selbst. Ich habe immer gedacht, wie es wäre, mich dort oben zu verlieren. Allein zu sein in dieser wunderschönen, weiten, himmelblauen Landschaft. Aber immer wieder komme ich nach unten zurück, in diese kleine, selbstsüchtige Stadt mit all ihren Leuten.
Wenn ich sie ansehe, wie sie lachen und miteinander fröhlich sind und ich selbst verwirrt, so schmerzt es mich in der Brust jedes Mal, wenn ich sie sehe. Wieso können sie so zufrieden sein, wenn ich das nicht kann? Was macht sie so glücklich? Atma, was macht dich glücklich? Oh. Ein flauschiges Tier zu streicheln. Das ist einfach wunderbar, nicht wahr? Manche lassen sich nicht so einfach streicheln, aber das ist es wert. Nun, die Dinge, die einen glücklich machen, sind meist überraschend normal. Ich weiß. Aber dank dieser kleinen, stinknormalen Dinge fühle ich mich lebendig und für den Tag gerüstet. Das Leben ist vor allem wegen dieser normalen, alltäglichen Dinge so besonders. Kitschig wie immer. Was ist denn mit dir? Was macht dich glücklich? Nun ja, du machst mich glücklich. Kitschig! Es ist die Wahrheit. Aber du bist nicht mehr hier, ich bin allein und ich fürchte mich. Also erschaffe ich all diese Orte, an denen wir zusammen Zeit verbringen könnten. Ich muss mich nicht um meine schlechten Noten oder meine chaotische Vergangenheit sorgen. In meiner eigenen Welt gibt es keine Traurigkeit. Bist du jetzt glücklich? Ich... Nein. Tief im Innern weiß ich, dass all das Lügen sind und dass die Dinge, die hier geschehen, nicht real sind. Aber was bleibt mir sonst? Sobald ich locker lasse, fühle ich die Trauer immer weiter in mir aufsteigen. Alter, ich kann bald nicht mehr lesen, Mann. Selbst jetzt kann ich ihr nicht entkommen. Fühlst du dich jemals traurig, Atma? Natürlich. Was macht dich traurig? Was mich traurig macht? Was sind das für Erinnerungen? Sie sind nicht meine, aber ich kann mich an sie erinnern. Würden diese Erinnerungen Raya helfen? Wenn bei meinem Lieblingsfilm ein Abspann beginnt. Manchmal will ich einfach, dass der Film immer weiterläuft, damit ich nicht zurück in die Realität muss. Ich verstehe dieses Gefühl. Nicht nur das, ich war auch traurig, als ich beschlossen habe, aus meiner Heimatstadt wegzugehen. Und als ich erkannte, was du durchmachen musstest, als der echte Atma weg war, dass ich dir nicht helfen konnte. Es war alles meine Schuld, wenn ich bloß nicht versucht hätte, diesen Fluss zu überqueren. Nein, war es nicht. Wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten, wäre ich verantwortungsvoller und hätte dich nicht allein zum Fluss hinabgehen lassen. Oder vielleicht würde ich Schwimmunterricht nehmen, um uns beide zu retten. Wir hätten gemeinsam Schwimmunterricht nehmen sollen. Das wäre sicher lustig gewesen. Aber wir können nicht zurück, oder? Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Ich denke, der echte Atma würde dasselbe sagen. Ich bin neidisch. Worauf, nicht wovor. Auf dich. Du bist so unglaublich selbstsicher und ich bin es nicht. Ich habe das Gefühl, mich selbst immer weniger zu spüren. Es ist so lange her, seit ich mich selbstsicher gefühlt habe. Und wann war das? Das war, als Nirmala noch da war. Ein sorgloses, naives Mädchen, das ich selbst immer treu war.
Du hast sie doch getroffen, nicht wahr, Atma? Ja, ich habe sie getroffen. Und die Erinnerungen an sie sind geblieben. Was denkst du von ihr, von Nirmala? Ich kann mit ihr über so gut wie alles reden. Sie hat mich nie verurteilt und sich immer auf meine verrückten Ideen eingelassen. Nun, es waren ja eigentlich auch ihre verrückten Ideen, oder? So kreativ kann man nur in einer Welt ohne Vorurteile sein. Ich schätze, man könnte sagen, dass sie unterm Strich die beste Freundin ist, die man sich nur wünschen kann. Es ist eine Schande, dass wir nicht genügend Zeit hatten, uns gegenseitig besser kennenzulernen. Die Musik macht es auch nicht gerade einfacher. Aber du kennst sie schon wesentlich länger als ich. Also, was ist mit dir? Was denkst du von ihr? Sie ist sonderbar, ehrlich gesagt. Aber deshalb ist es auch so lustig bei ihr. Sie ist diejenige, die mir stets versichert, dass es in Ordnung ist, man selbst zu sein. Nö, du hast was im Auge, ja, ich auch. Dass es gut ist, so wie ich bin. Dass all die Fehlschläge, die Einsamkeit, die Angst Teile von mir sind, mit denen ich mich abfinden muss. Das hat Nirmala gesagt. Sie hat es gesagt, ich habe es gesagt, wir beide haben es gesagt. Wir sind schließlich ein und dieselbe Person. Doch ich habe sie die ganze Zeit über gemieden. Atma. Ja. Ich möchte Nirmala wiedersehen. Ich habe ihr etwas zu sagen. Sie wartet immer auf dich, Raya. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Sie hat mir das hier anvertraut und es ist an der Zeit, dass die rechtmäßige Besitzerin es wiederbekommt. Unser altes Geschichtenbuch. Ich habe Angst. Das ist okay, ich bin hier bei dir. Machen wir einfach langsam. Raya, geht es dir gut? Bist du irgendwo verletzt? Ich denke nicht. Komm her, lass mich dir helfen. Von jetzt an geht die Straße ziemlich steil aufwärts. Schaffst du das? Ja, ich schaffe das. Gut. Sag mal, Raya, was wirst du tun, wenn du wieder da draußen in der echten Welt bist? Ich weiß es noch nicht. Ich schätze, ich muss mich mal neu zurechtfinden. Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Wie wäre es, wenn wir mit unserer To-Do-Liste beginnen und sie diesmal bis auch zu Ende bringen? Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Es könnte eine Menge Arbeit sein, aber es ist etwas, das meinem Leben einen Sinn geben würde, der Beginn eines neuen Abenteuers. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Ich konnte das jetzt nicht wegdrücken. Das ist einfach von Alena weggegangen. Finde ich ein bisschen schade. Gerade jetzt sollte man eigentlich nicht durch Dialoge gehetzt werden. Wirst du dir ein wenig Schwarzwälder Kirschtorte gönnen, wenn du zu Hause bist? Oh, das klingt gut. Aber eigentlich hatte ich daran gedacht, beim nächsten Mal ein Eclair zu probieren. Oh, Eclairs sind auch geil. Das klingt auch ziemlich gut.
Hast du schon entschieden, ob Diamante, Hati oder Cyborg-Raptor? Ach man, ehrlich gesagt interessiert mich keiner dabei. Aber einfach nur auf dem gemütlichen Sessel zu sitzen und die große Leinwand anzuschauen, das ist wundervoll. Ah, hast du schon viele Kronkorken gesammelt? Ist doch egal, denke ich. Es sei denn, du willst sie übernehmen, sobald du wieder zu Hause bist. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Atma, es ist okay, wenn ich dich niemals vergesse, oder? Natürlich ist es das. Ich werde immer bei dir sein. Atma, wo bist du? Es ist so dunkel, ich kann dich nicht sehen. Hey, schon okay. Ich fürchte mich. Ich bin immer noch hier bei dir. Geh weiter, da hinten gibt es nichts für dich. Was? Okay, geh weiter. Du hast dir die Haare geschnitten, haha. Warum? Weil du nicht mehr daran ziehen willst? Wieso hast du dir nicht gleich alles abrasiert? Hahaha. Bitte lass mich zufrieden. Hey, sieh mich an. Bemerke mich. Ich rede mit dir. Hahaha, ja. Natürlich musste die Szene jetzt auch noch kommen. Oh nein. Hey, stimmt mir jetzt bloß nicht, Katze. Oh Mist, das ist die Katze, die sich immer an Raya kuschelt. Erik. Was zur Hölle machst du da? Admiral. Jo, Raya, ich hab dir eine Schwarzwälder Kirschtorte besorgt. Ja, du gerade. Deine Lieblingstorte, oder? Was machst du da, Erik? Ich bin jetzt ein besserer Mensch. Wieso verstehst du das nicht? Ich bin in dich verliebt. Halt's Maul. Sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. Ist schon ein bisschen krass, dass die... dass die ganzen Erinnerungen erstmal nur um Erik gehen, anstatt um Atma. Aber wahrscheinlich schließt sie hier gerade mit dem Kapitel Erik ab, wa? Erik. Raya. Ich weiß, dass du mich kennst. Ich bin Erik. Ich bin ein Idiot voller Zorn und Arroganz. Der Erik, der mit seiner Sorglosigkeit Admirals Tod zu verschulden hat. Der Erik, der nichts mehr tun kann, als dich um Verzeihung zu bitten. Der Erik, der dich nicht verstehen kann, der seine wahren Gefühle vor allen verbirgt, darunter auch seine Gefühle für dich. Der, mit dem du mehr gemeinsam hast, als du es vermuten würdest. Ich verstehe. Wir sind uns sehr ähnlich. Ich finde dich sympathisch, aber ich möchte nicht mein ganzes Leben mit dem Zorn kämpfen. Er ist Gift. Und ich werde ihn nicht dulden.
Kannst du meinem echten Ich vergeben? Noch nicht. Aber ich werde nach vorne blicken. Ich werde dafür kämpfen, besser zu werden. Danke. Oh Gott, jetzt kommen auch noch die. Oh, ach ja, und was Raya betrifft. Was denn? Ach ja, sie ist dieses Jahr die Klassenbeste. Im Ernst? Was? Nicht wahr? Ich dachte, du wärst es, Lulu. Ich war mir sicher. Sie hat sich auch die Haare geschnitten. Da ist sie. Sie hat sich ganz ordentlich rausgeputzt. Was für eine Überraschung. Hör mal. So hat sich eine Komiteepräsidentin nicht zu verhalten. Hast du überhaupt eine Ahnung, was Führungsqualität bedeutet? Man muss Verantwortlichkeiten delegieren. Du hast ständig auf der faulen Haut gelegen, hast Treffen geschwänzt und jetzt? Sieh dir an, was passiert ist. Ich sagte doch, es ist alles okay. Das Lingtang-Fest ist in einer Woche, Raya. 7 Tage. Wir haben erst 1/5 des nötigen Budgets zusammen. Das höre ich ja zum ersten Mal. Reiß dich zusammen, Raya. Hast du irgendwelche Pläne, wie du all dieses Geld aufstellen willst? Wir müssen die Aussteller irgendwie bezahlen. Ja, dann raus damit. Ich... natürlich nicht. Hör mal. Ich übernehme ab hier. Das kannst du nicht machen. Hat hier irgendjemand etwas dagegen? Ist irgendjemand davon überzeugt, dass Raya das Zeug zur Leiterin hat? Nein, ich denke, Lulu wäre die bessere Wahl. Das ist ja ein Putsch. Ach, zieh doch deinen Kopf aus dem Arsch. Was hast du gerade zu mir gesagt? Du bist eine Geltungssüchtige, die dieses Fest dazu missbraucht, ihr eigenes Image als Musterschülerin auszubauen. Du hast diese Stelle doch nur angenommen, um die Lehrer zu beeindrucken, oder? Hast du vielleicht vergessen, dass du tatsächlich ein Fest zu organisieren hast? Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass du den Namen unserer Schule wegen deiner Arroganz in den Dreck ziehst? Du hast keinerlei Führungsqualität, bist unachtsam und unfähig. Du bist einfach nur eine falsche Schlange. Verdammt! Da lässt sich jemand aber richtig aus. Hol mal einer einen kalten Umschlag, hier gibt's Verbrennung. Sehr witzig. Ich bin beeindruckt, dass dich dein Mut bis hierher gebracht hat. Ich bin Lulu. Die Lulu, die du immer bewundert hast. Die Lulu, die du immer sein wolltest. Aber auch die Lulu, die dir wehgetan hat. Ich habe mich immer gefragt, wieso du mich hast. Hass, das ist ein schrecklich starkes Wort. Du weißt doch, dass wir beide uns einfach nicht verstehen. Ich schätze, das ist wohl gerecht. Ich verstehe mich ja selbst auch nicht. Ich denke, ein Teil von mir dachte, dass ich so sein will wie du. Dein Leben leben will und so. Aber ich glaube, ich wollte einfach nur akzeptiert werden. Ich habe mir selbst vorgemacht, etwas werden zu wollen, was ich nicht bin, aber das ist jetzt zu Ende. Ich werde mich nicht wieder unterkriegen lassen. Du wirst nicht entscheiden, was ich wert bin. Ich werde sein, wer auch immer ich sein will. Gut. Das ist die richtige Einstellung. Und jetzt setze diese Energie gegen unseren echten Widersacher ein, okay? Ich werde mein Bestes versuchen. Oh, hi. Hihi. Ach nee, hi. Was machst du hier? Zeichne natürlich. Ja, das kann ich sehen. Ich meinte, was zeichnest du denn hier? Hast du kein Zuhause? Oh, doch. Aber mein Vater wird fuchsteufelswild, wenn er herausfindet, dass ich meine Zeit mit Zeichnen vergeude. Denkst du denn, dass du damit Zeit vergeudest? Nicht im geringsten. Zeichnen macht Spaß.
Dinge erschaffen macht Spaß. Willst du es versuchen? Ich mache den Zauberstab der Südsternprinzessin. Du kannst mir helfen. Dann musst du sehen, wie lustig es ist. Südsternprinzessin? Wer ist das? Oh. Ich habe dir so viel zu erzählen. Maler, ich habe dir einen neuen Zeichenblock und Stifte mitgebracht. Lass uns zusammen zeichnen. Marin, die sind ja alle brandneu. Block, Stifte und sogar die 48er Packung Malkreide. Wow! Für die hast du bestimmt monatelang gespart. Danke, dass du sie mitgebracht hast. Sie sind so schön. Oh, ich habe nicht darauf gespart. Meine Eltern haben sie im Laden für mich gekauft. Hm? Sie haben sie dir einfach so gekauft? Ja, wir sind nach dem Malunterricht an einem Buchladen vorbei und meine Mutter sagte mir, ich könnte mir etwas aussuchen. Wir haben Unmengen eingekauft. Ich habe auch ein paar Lehrbücher und Comics bekommen. Ich werde den Rest morgen mitbringen. Lass sie uns zusammen lesen. Malunterricht? Ich wusste nicht, dass du Wahlfächer belegst. Ach ja, meine Mutter hat mich mal zeichnen sehen und gemeint, ich sollte meine Fähigkeiten bei einem echten Lehrer verbessern. Oh, das ist so fies. Ich wollte sowieso gerade sagen, dass du dich auch mal dazu anmelden solltest, der Maler. Wir könnten die Sternprinzessin zusammenzeichnen. Ich denke, ich kann mir keinen Zusatzunterricht leisten. Ich musste mein Erspartes für die Schulsachen aufbrauchen. Ja? Wieso fragst du nicht einfach deine Eltern? Mein Papa wird wütend, wenn ich zeichne. Er schlägt dann immer um sich. Manchmal trifft er auch Leute. Ich könnte ihn niemals darum bitten, mir Malunterricht zu bezahlen. Er schlägt Leute? Wieso? Weiß nicht. Er sagt, ich würde sein Geld für nutzlose Dinge vergeuden. Ich wünschte, meine Eltern wären mehr so wie deine, Marin. Ja, das klingt nicht gut. Das ist so fies, wenn du Begeisterung fürs Zeichnen hast und du hast dann so einen Vater und in deiner Freizeit siehst du noch vorgelebt, wie es halt auch anders sein kann. Eieiei. Ganz genau. Wir haben diesen Zauberstab gemeinsam erschaffen. Du hast mir die Magie gezeigt, die wir alle in uns tragen. Im Zeichnen, im Erfinden von Geschichten. Was du mir an jedem Tag gegeben hast, werde ich niemals zurückzahlen können. Du wirst immer meine Sternprinzessin sein. Ich weiß. Ich schäme mich dafür, dass ich nicht da war, als du mich am meisten gebraucht hast. Das weiß ich auch. Es tut mir leid, dass ich mich von dir abgewandt habe. Das war nicht sehr tapfer von mir. Aber wir waren so klein und so hilflos. Ich wusste das und wollte dir nicht verzeihen, um dich zu bestrafen, schätze ich. Und ich glaube, ich wollte nie zugeben, dass ich in Wahrheit so neidisch auf dich war. Damit sind wir gleich auf. Zeichnen und über Geschichten reden, das vermisse ich. Ich vermisse dich. Können wir von vorne beginnen? Wieder dorthin zurückgehen, wo wir waren? Ich denke drüber nach. Du musst natürlich tun, was du für richtig hältst. Das werde ich. Ich werde nicht mehr davonlaufen. Weder vor mir selbst, noch vor unserer Freundschaft. Danke. Nein, danke dir. Dafür, dass du mir die Magie gezeigt hast. Oh je, Valhalla, willst du auch lieber ausmachen? Hast du Angst? Habe ich. Ich bin hier bei dir. Komm schon, du schaffst das. Valhalla sieht unglaublich gut aus.
Du bist eine solche Enttäuschung. Wieso haben wir dich bloß? Du wirst mich niemals stolz machen können. Du unfolgsames Kind, jetzt hör schon auf, dein Leben zu vergeuden. Du bist eine solche Enttäuschung. Wieso haben wir dich bloß geboren? Du wirst mich niemals stolz machen können. Du unfolgsames Kind, jetzt hör schon auf, dein Leben zu vergeuden. Ach so, der sagt immer wieder das Gleiche. Okay. Du nutzloses Gör. Wieso verschwindest du nicht einfach? Nein, 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 ich kann das nicht. Atma, Atma, wo bist du? Nirmala. Atma. Mama. Mein Kind, du zitterst. Ja, ich fürchte mich. Ich wusste, dass ich das nicht schaffe. Er ist schrecklich, glaub mir, ich weiß es. Ich hatte auch Angst. Vielleicht bin ich es immer noch. Vielleicht habe ich es immer noch. Wahrscheinlich. Aber es gibt mir jedes Mal ein wenig Mut, wenn ich weiß, dass du hier bist. Lebendig. An meiner Seite. Dieser Funken Mut wird immer stärker. Oh, scheiße. Jetzt, das war ein nervöser Daumen. Mist. Mama. Du bist mir die ganze Zeit über eine Quelle der Kraft gewesen. Also lass mich wenigstens dieses eine Mal die deine sein. Ich bin hier und lasse dich nicht im Stich. Zu zweit werden wir gegen ihn ankommen. Okay, let's go. Keine Sorge, du bist stärker als du glaubst. Du kannst es schaffen. Papa. Was ist denn? Ich habe zu tun. Solltest du nicht irgendetwas Nützliches machen? Du hängst hier ständig herum und meckerst. Du bist schrecklich. Zu mir, zu Mutter, zu allen. Ich hoffe, du weißt das. Wie bitte, du kleines Gör? Was weiß so eine kleine Schnepfe wie du schon, was schrecklich ist, hm? Ich weiß, dass ich nicht die perfekte Tochter bin, die du dir immer gewünscht hast. Ich schätze, manche Menschen können eben einfach nicht nebeneinander bestehen. Sogar ein Vater und seine Tochter. Aber ich werde mich nicht davon unterkriegen lassen. Ich werde nach vorne blicken. Selbst wenn das bedeutet, dich zurückzulassen. Was auch immer, Plage, wie du willst. Danke für alles, was du für mich getan hast. Hahaha, so viel kann's nicht sein. Wiedersehen. Ich hab's geschafft. Ich bin so stolz auf dich, Kind. Ich wusste, dass du alles schaffen kannst. Wohin gehst du? Mama! Ich werde zu Hause auf dich warten. Lass dir Zeit. Wenn du bereit bist, nach Hause zu kommen, werde ich dir dein Lieblingsessen zubereiten. So wie immer. Boah, Nudeln. Admiral, Boske, meine geliebten Freunde, ich entschuldige mich dafür, dass ich mich nicht genug um euch gekümmert habe. Es tut mir leid, dass ich euch nicht beschützen konnte. Du weißt, dass das nicht deine Schuld ist. Wie konnte das sein? Es ist der schlimmste Aspekt des Katzenlebens, doch manchmal müssen wir vor unserer Zeit abtreten. Och Mann! Es ist mir die größte Ehre, uns die größte Ehre. Ach, oh Gott. Ja, ja, das kann sie jetzt bestimmt noch ein bisschen ziehen. Ich muss mich jetzt bei jedem Satz hier zusammenreißen. Dass wir diese Zeit, so kurz sie auch war, mit dir verbringen durften. Danke. Für alles, was ihr für mich getan habt. Ich werde jetzt weiterziehen. Ich denke, das wäre das Beste. Ich werde mich um sie kümmern, Prinzessin, keine Sorge.
Ganz sicher, ich werde dich ordentlich kratzen, wenn du es nicht tust. Das Katzenwunderland ist ein Ort der Ruhe und des Friedens. Leb wohl, Eure Majestät. Pass auf dich auf, Raya. Genieß das Leben. Wir haben es geschafft. Nein, du hast es geschafft. Das war eine ziemliche Qual. Glückwunsch, dass du es bis hierher geschafft hast. Jetzt fehlen nur noch ein paar Schritte. Dieser Ort. Das ist also der Ort, an dem. Ja. Kannst du alleine gehen? Wirst du mich jetzt verlassen? Nein, ich werde bei dir bleiben. Aber du wirst vorangehen müssen. Du musst das allein schaffen, weil die Person, die du treffen wirst, eine sehr besondere ist. Besonders? Du meinst... Ja. Keine Sorge, ich bin direkt hinter dir. Unser Basislager. Wir haben hier über unsere Geschichten gesprochen und hatten eine Menge Spaß. Ja, hatten wir. Komm schon, gehen wir rein. Nirmala. Du. Ach, wie sehr habe ich dich vermisst. Es ist so lange her. Wie war das Abenteuer, Nordsternprinzessin? Schrecklich. Ich hätte niemals gehen sollen. Es hat mich viel Zeit und Leid gekostet, bis ich herausgefunden habe, wie sehr ich dich brauche. Du warst stets der hellste Stern am Himmel. Ach ja, ich hätte niemals ohne dich strahlen können. Ich hatte nie dein Durchhaltevermögen und deine Überlebenskraft, mit denen du die härtesten Dinge durchstehst. Schließ mich diesmal nicht aus. Ich werde bis zum Ende bei dir bleiben. Atma hatte recht, du bist wirklich aufdringlich. Hey, das habe ich gar nicht gesagt, das war eine Dialogoption, die ich nicht gewählt habe. Das meinst du auf eine gute Art, oder? Auf die beste. Tut es wirklich weh? Tut es. Ich hätte nie gedacht, dass das Erwachsenwerden so schwierig wird. Mhm. Es tut gut, manchmal etwas tief im Inneren zu empfinden. Es zeigt, dass man am Leben ist. Und solange man am Leben ist, bleibt genug Zeit, Glück zu finden. Diesmal werden wir gemeinsam hartnäckig bleiben. Wieso weinst du? Wir sind dieselbe Person, weißt du nicht mehr? All diese Zeit habe ich auf dich gewartet. Ich habe dich so sehr vermisst. Ich habe dich auch vermisst. Willkommen zurück, meine andere Hälfte.
Raya, bist du? Sie ist zurück, ich bin zurück. Wie fühlt es sich an? Es fühlt sich, ich fühle mich warm, wieder ganz. Ich habe endlich das Gefühl, wieder wirklich anwesend zu sein. Plopp. Noch ein Märchen. Ah ja. Das ist das perfekte Ende für das Märchen der Stammprinzessin. Einen wertvollen Schatz haben wir gefunden. Also weißt du jetzt, wie dein wertvoller Schatz aussehen soll? Eigentlich geht es um nichts Materielles. Es sind die kleinen Dinge, die Leute, die sich um mich kümmern, die Dinge, die mir Freude bereiten, das Gefühl, wenn man sich zum Schreiben hinsetzt. Mein Wille, hier zu bleiben, weiterzuleben. Ich schätze, damit ist die To-Do-Liste komplett. Und jetzt? Mach dir eine neue To-Do-Liste. Diesmal selbst, ohne mich. Du musst nach vorne blicken. Und dich zurücklassen. Ich will dich nicht vergessen. Nach vorne zu blicken bedeutet nicht, mich zu vergessen. Ich werde immer hier sein, genau da, wo du mich zurückgelassen hast. Du willst fort, oder? Mit deiner Mutter. Ein Neubeginn. Du könntest neue Geschichten schreiben. Ja, das will ich unbedingt. Atma, ich verstehe das nicht. Was bist du wirklich? Ich habe dich nicht zu dem gemacht, was du bist, oder? Das kann nicht sein. Es ist... Als würde ich mit dem echten Atma höchstpersönlich reden. Wäre bestimmt was Reales und was nicht. Aber was fühlst du jetzt gerade, Raya? Ich fühle mich erleichtert, dass du hier bist. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Und bin traurig, weil ich weiß, dass du bereits tot bist. Je weiter du weg bist, desto mehr liebe ich dich, glaube ich. Das ist real, diese Gefühle. Niemand kann sie dir streitig machen oder sie dir wegnehmen. Sie sind völlig ausreichend. Ich fürchte mich. Schon okay, alles wird gut. In jedem Sturm wird für dich die Sonne aufgehen. Kann ich jetzt bitte langsam mal einen Abspann haben? Ich glaube, ich mute mich mal besser jetzt, wa?
ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein Spiel so hart an die Substanz ging, ey. Es ist halt, weil es halt auch viele Parallelen gibt zur eigenen Erfahrung. Das ist... Krankenzimmer mit Topf. Nirmala, oh Nirmala. Mein kleines Mädchen, du bist wach. Kapitel 5 Ende. Der kostbare Schatz in meiner Erinnerung an dich, Kapitel 5 abgeschlossen. Wir haben keine Ziele mehr, okay? Wahrscheinlich können wir jetzt noch hier ein bisschen Geschichten lesen. Die kannten wir. Warte mal, es gab doch, glaube ich, die letzte müsste neu sein, oder? Die Katze heulte auf und beweinte den Verlust einer weiteren Freundin. Das herzzerreißende Geräusch ließ jedoch die Blume heller erstrahlen als je zuvor. Ihr Glanz wurde so hell, dass sie den Himmel selbst spaltete. Durch den Spalt gelang es der Katze, die Nördliche zu erreichen. Die Kombination aus ihrer Anwesenheit und dem hellen Licht der Blume ließ die Prinzessin aus ihrem Schlummer erwachen. »Und wer bist du?« fragte sie die Katze. »Ich bin eine Freundin der Südsternprinzessin und damit auch von dir.« Mit diesen Worten präsentierte ihr die gelbe Blume, aus der das Licht ihrer Schwester strahlte. Sofort fächerten sich die Blütenblätter der Blume auf und gaben alle Erinnerungen preis, die die Südliche auf ihren Reisen gemacht hatte. Zur Überraschung der Nördlichen waren unter all den beschwerlichen Gedanken auch jede Menge freudige Erfahrungen darin enthalten. Die Südliche hatte bei ihrer Ankunft auf einem neuen Planeten Hoffnung verspürt und sie war stets frohen Mutes, wenn sie die unbekannten Kreaturen angetroffen hatte. Die Nördliche begann zu erkennen, dass ihre Schwester sie in Wahrheit nie wirklich im Stich gelassen hatte. Sie begann zu weinen, doch es waren Freudentränen der Erleichterung. Während all die guten und schlechten Erinnerungen auf sie wirkten, hielt sie die gelbe Blume eng an ihrer Brust. Das Licht wurde heller, bis sich die beiden Herzen trafen und schließlich in vereintem Glanz aufleuchteten. Die Sternprinzessin war wieder ganz mit einer neuen Freundin an ihrer Seite. Die Sternprinzessin erstrahlte im neuen Glanz. Aus diesem Glanz erschuf sie ein weiteres Raumschiff, einen Kometen, größer als je zuvor, indem sie gemeinsam mit der Katze auf Weltraumreise gehen würde. Es heißt, dass man nur in einer dunklen, mondlosen Nacht zum Himmel hinaufblicken muss, um sie gemeinsam mit ihrer geflügelten Freundin durch die endlosen Weiten des Weltalls fliegen sehen zu können. Ich mach das Buch mal zu, wa? Ist nach dem Fastentrinken, ja, denke ich mal. Es ist vollbracht. Puh. Uff, so viel Zeug zu packen. Ist jetzt immer noch nicht Ende oder was? Sieht aus, als würde es bald regnen.
Ich kann später packen. Ich sollte jetzt rausgehen, solange es noch trocken ist. Begib dich zur Brücke. Hier ist eine Tür. Sie rennt nicht. Okay. Gehst du aus, Liebling? Ich brauche frische Luft. Vielleicht gehe ich mir die Brücke ansehen, wo ich schon dabei bin. Was ist denn, Mama? Ich bin erleichtert. Du scheinst große Fortschritte zu machen. Körperlich und geistig. Dich so zu sehen, war einfach... Weißt du, wenn dir irgendetwas passieren würde, ich... Sieht auch nicht mehr ganz so frisch aus, die Mutter, hä? Mama, es geht mir gut. Du musst dir keine Sorgen mehr um mich machen, okay? Geh nur ein wenig spazieren, um ein wenig Inspiration zu finden. Willst du etwas wieder schreiben? Etwa wieder schreiben wahrscheinlich. Es freut mich so sehr, das zu hören. Ach, aber willst du auch über die schlimmen Dinge schreiben? Ich schäme mich nicht für meine Geschichte, Mama. Ich gehe, Mama. Tschüss, Mama. Ja, Mala, warte. Laut Wettervorhersage wird es regnen. Hier, nimm einen Regenschirm mit. Danke, Mama. Ich gehe jetzt. Es geht immer noch weiter. Ah ja, ich habe gehört, dass man dich aus dem Krankenhaus entlassen hat. Ich bin froh, dass du wieder selbstständig laufen kannst. Pass auf dich auf. Ja, was steht denn hier? Kann man das lesen? Wer auch immer als nächstes hier leben mag, möge er oder sie bessere Erfahrungen machen als ich. Ach so, dort ist wahrscheinlich so ein zu verkaufen Schild. Ah ja, ich bin froh, dich wieder herumlaufen zu sehen. Bei deinen Nieken, haben sie denn hier in der Nähe Freunde, die sie besuchen wollen? Eigentlich bin ich gekommen, um dich zu sehen. Es ist eine Weile her, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Sie haben recht, wir haben uns nicht mehr gesehen, seit ich meinen Abschluss gemacht habe. Ich bitte um Verzeihung. Oh nein, dazu gibt es keinen Grund. Das Leben kann manchmal hektisch sein. Und wie es aussieht, war es für dich nicht immer leicht. Wir hätten es wohl beide nicht leicht. Ich hoffe, wir finden beide die Kraft, all das zu überdauern. Gut gesagt, Raya. Sagen Sie mir Bescheid, ob noch weitere Kisten in den Laster geladen werden müssen, Miss. Nur klar, Matsch. Nur klar, meiner. Oh, Raya, Marin, wie geht es dir? Gut, ganz gut. Mein Praktikum lief ganz gut. Ich war Praktikantin bei einem Verlag, habe viel über Buchdruck gelernt. Vermutlich könnte ich jetzt sogar mein eigenes Buch drucken. Ach, tut mir leid, ich plappere. Du musst dir das nicht alles anhören. Schon okay. Ist das deine Freundin, von der du immer redest? Tut mir leid, sie sind? Oh, wie unhöflich von mir. Es ist mein Vorgesetzter bei GRA Media. Der Verlag. Falls du jemals etwas schreiben und publizieren möchtest, kann ich dir vielleicht helfen. Wir bearbeiten alle Arten von Manuskripten. Verstehe. Freut mich, sie kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Ich habe gehört, du schreibst wieder an etwas. Ja, es war wunderbar. Ich habe auch viel gelesen. Kürzlich ein Roman. Der geheimnisvolle Fall des Harry Bier. Oh! Du hast das Buch gelesen, das ich selbst veröffentlicht habe? Wie war es? Oh, warte, sag es mir nicht jetzt, ich bin nicht bereit. Ich habe auch gehört, dass du wegziehen willst. Ja, heute, ich habe schon gepackt. Oh, schon bald, aber je eher, desto besser, schätze ich. Dann kannst du endlich heilen.
Ich denke schon. Ich bin nur gekommen, weil ich den vertrauten Anblick nochmal genießen wollte. Allerdings sollte ich mich jetzt wohl auf den Weg machen. Oh, natürlich, tut mir leid, wenn ich dich aufgehalten habe. Wir sehen uns, Marin. Ich freue mich schon auf dein nächstes Buch. Und ich auf deins. Wir sehen uns. Oh, warte mal, wir gehen zum Fluss, um endgültig Abschied zu nehmen, hä? Oh, du bist eine Absolventin, nicht wahr? Wie war noch gleich dein Name? Ich bin Raya, Sir. Also ich glaube, am Fluss, wenn das dann so kommt, wie ich denke, muss ich mich wirklich nochmal muten. Dann ist alles zu spät. Ach ja, Raya Fidrinyamala, ich erinnere mich. Sie rauchen immer noch, Sir? Hehe. Ich versuche ja, mich ein wenig einzuschränken, versprochen. Schon wieder ein verregneter Nachmittag und wir geben unser Bestes, um hier bei Loka Radio die Stimmung aufzuhellen mit unseren aktuellen Top-Interpreten. Ganz an der Spitze haben wir Setia Wan mit seinem posthum erschienenen Album. Möge er in Melodie ruhen? Okay. Hier haben wir eine Newcomerin am Klavier, unsere wunderbare Christa. Und bleibt jetzt bloß an den Geräten, denn direkt danach gibt es unsere wunderbar allseits beliebte Eda zu hören. Was sollen wir uns zuerst kaufen? Fußballspielzeug! Jomann-Kaugummi! Schokolade! Gut, gib mir einfach eine Zigarette. Hol dir doch deine eigenen. Der Lokamart ist gleich dort drüben. Aber er ist sowas von überteuert, nicht so wie Onkel Budis Bude. Frische, köstliche Zimols. Hungrig, Fräulein? Ja, ich meine sie. Einmal gebratener Reis, Tumini. Tumini. Und bitte schnell. Ich weiß, dass wir uns persönlich kennen, aber du solltest dich hier trotzdem anstellen, wie alle anderen, okay? Fräulein! Ich muss vorhin trotzdem die anderen Bestellungen abarbeiten. Verdammt, meine Mittagspause ist bald vorüber. Das Fest ist sowas von überfüllt. Ich fühle mich wie eine Sardine in der Dose. Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Offenbar hat das Fest allerdings dieses Jahr mehr zu bieten. Wieso können wir nicht endlich zur Brücke? Ach, die Lulu auch noch. Du fehlst mir noch in der Sammlung und wahrscheinlich kommt der Eric dann hinten ohne. Ah, du bist es. Wie geht es dir? Ganz okay. Das ist gut, das ist gut. Die Leute haben sich Sorgen gemacht. Sie haben mich nach dir gefragt und... Die Leute? Du weißt schon, alle eben. Von der Highschool. Die Mädchen haben sich solche Sorgen um dich gemacht. Wir sollten mal gemeinsam abhängen, so wie in den alten Zeiten. Anindya ist jetzt verheiratet. Cynthia hat gerade ein neues Café eröffnet. Lulu, sei mir nicht böse. Aber das ist mir völlig egal. Oh, ich glaube, ich habe dich noch niemals sprachlos gesehen. Es kommt nicht auch vor, ich weiß. Ja klar, wieso solltest du dich auch für ihre Meinung interessieren? Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was ich mir gedacht habe. Nein, es ist nicht deine Schuld. Und wir zwei können trotzdem miteinander abhängen, wenn du willst. Oh ja, wie wäre es mal mit einem gemeinsamen Kaffee? Sehr gerne. Spitze, ich werde mich melden, sobald sich die Lage beruhigt hat. Ach Gott, der Typ auch noch. Coole Shirts für die Jahrtausendwende. Holt euch eines für euer Kind, eure Eltern, euren Postboten. Egal, holt euch einfach eins. Das
Kino wird neu eröffnet. Jetzt mit 4K-Technologie. Ah, kommt alle, lasst euch das nicht entgehen. Ja, das wissen wir ja doch. Wissen wir doch schon. Oh. Wuff. Quack. Wuff, wuff. Quack, quack. Cute. Sie sehen glücklich aus. Seltsam. Lass uns zuerst zu dieser Bude gehen und dann darf ich eine dumme Frage stellen. Ist das ein Date? Ja, natürlich. Ja! Jawohl! Glückwunsch, Alter! Ach Gott! Boss, mit deinen Muskeln wirst du im Dojo bestimmt ordentlich abliefern. Vertrau mir. Halt die Fresse, keine Lust. Wie oft soll ich es dir denn noch sagen? Liegt es daran, dass Sensei dir den Arsch versohlt hat? Urz! Also gut, wenn du dann die Klappe hältst, gehe ich eben. Sind wir nun bald mal am Fluss. Hey Schwester, ein Quiz für dich. Hm, ich? Ganz genau, Schwester. Schieß los, Bruder. Hm. Was erklimmt einen Hügel auf 3 Beinen? Und kommt auf 4 wieder hinunter? Tut mir leid, das weiß ich nicht. Ah, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Alles klar, du kannst verduften, Schwester. Hm, was soll denn das sein? Schönen guten Tag, Fräulein. Oh, ich kenne dich. Ach ja? Ja, du bist Lucys Freundin. Suchst du nach Blumen? Klar, könnte ich bitte diese hier bekommen und diese dort. Kommt sofort, hier bitte, deine Blumen. Oh Gott. Ich glaube, das wird am Fluss doch ein bisschen... Wer ist dein kleiner Liebling? Miau. Ganz genau, du bist es. Du, Erik. Ah ja. Das ist nicht, ich meine, wie geht es dir? Alles okay bei dir? Du gehst ja einfach so alleine rum? Es geht mir gut, Erik. Dank. Es tut mir leid. Und tut mir leid, du zuerst. Nein, nein, es ist nicht wichtig. Klingt aber so. Ich meine, alles, was ich getan habe, ich kann es nicht sagen. Dann nimm dir Zeit. Danke. Kein Problem. Pass auf dich auf. Red mit der Katze statt mit dem Typen. Ja, würde ich auch gerne. Du auch. Sieh bloß zu, dass du wohl aufbleibst, bis ich die richtigen Worte finde, okay? Hörst du? Sicher, sicher. Die Brücke ist gleich um die Ecke. Soll ich meine Reise fortsetzen und zur Brücke gehen, oder gibt es in der Stadt mehr zu sehen? Fortfahren. Oh, es wird wohl Regen geben. Atma, siehst du das? Der Himmel sieht gerade so wunderschön aus. Okay. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet hier unten am Fluss. War ein ganz schön anstrengendes Spiel, das sage ich dir.
Ja, das meine ich auch. Das war ein richtig geiles Spiel. Aber es hat halt auch sehr wunde Punkte getriggert. Also das werde ich definitiv auch mit auf YouTube knallen und als Highlights hier auf Twitch behalten. Und ich habe es ja erst schon mal gesagt, ich wüsste nicht, wann das letzte Mal oder wann überhaupt mal ich spiele. So extrem. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Halt so. Ihr wisst, was ich meine. Tja, genug der Tagträume. Es wird Zeit, ihm diese Blume zu geben. Okay. Oh Gott, das weiß ich gar nicht.